Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autosiastic. Ja Leute, was ist letzte Woche passiert? Letzte Woche haben wir den Opel Combo lackiert. Einmal für die Leute, die heute das erste Mal einschalten. Wir versuchen uns von einem günstigen, defekten Auto, was wir repariert haben, hochzutauschen zu einem im besten Fall Luxusauto, Luxussportwagen, was auch immer. Wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Und wir haben den ersten Tausch vor 3 Videos vollzogen und haben ein Opel Combo getauscht. Den bauen wir um zu einem Wohnmobil. Der hat letzte Woche Raptor-Lack bekommen. Da haben sich die, ich sehe das so, ne? Guck mal, die Sonne geht auf. Ne? Die Sonne geht unter. Man muss sich an die Farbe gewöhnen. Ne? Also ich sag mal, die Kommentare waren schon ziemlich zerschmetternd manchmal für mich. Kann sein, dass ich einen Fehler mit der Farbe gemacht habe. Ich glaube nicht, weil man muss das ja auch ein bisschen weiterspinnen, das Ganze. Und das ist ja so ein Sandton. Ich sag mal, so ein Wüsten-Rallye, keine Ahnung, Ton. Da kommen natürlich jetzt noch einige schwarze Anbauteile ran. Da kommen noch Dachluke rein, da kommen noch Seitenfenster rein und vielleicht auch noch so ein paar Offroad-Spielkram, den wir hier so mit ran können. Und dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. So Leute, wie versprochen, in jedem Video gibt es was zu gewinnen. Und in dem Fall geht es um den VSG Sanitizer SNT03. Ein Ozongerät, was vollautomatisch dank der Sensorik arbeitet. Das heißt, er weiß ganz genau, wie lange er braucht. Das macht er komplett automatisch. Er macht auch automatisch, welche Menge an Ozon in das Fahrzeug oder beziehungsweise in den Raum reingepustet werden muss, um die ganzen Moleküle zu brechen. Und das heißt, das Teil ist dafür da, um nicht nur stinkige und eklige Gerüche aus dem Auto, aus dem Zimmer, aus dem Gebäude oder was auch immer zu bekommen, sondern auch alles an Schimmel, Pilz und Viren. Und vor allen Dingen die Viren, die uns genervt haben in den letzten Jahren. Ihr wisst genau, was ich meine. Es neutralisiert alles und das Geile ist, es ist super gefahrlos, weil du hast entweder kannst du das mit deiner Fernbedienung ansteuern oder du machst das per App, die du runterladen kannst. Die Teilnahmebedingungen sind easy, wie immer. Ihr folgt Ravaioli, unserem Partner und Autosiastic bei Instagram. Ihr folgt unserem YouTube-Kanal, hinterlässt einen Kommentar drunter und nächsten Freitag wird der glückliche Gewinner dieses Profi-Gerätes im Wert von fast 700 Euro ermittelt. Also, ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Haut rein! Man muss natürlich auch bedenken, mit so einer Farbe kriegt man natürlich nicht die Form des Autos weg. Ne? Dass er vorne so freundlich aussieht und ein bisschen lacht. Der kleine Combo, da können wir natürlich mit der Farbe nichts dran ändern. Guck mal hier, der kleine freundliche. Wenn du damit auf dem Campingplatz fährst, da freuen sich doch alle. Und wir bauen jetzt, wie gesagt, das Auto hier zusammen. Dann geht's rüber zu Steffen, zur Van-Schmiede. Und dann fangen wir an, das Ding auszubauen. Also, das heißt, wir haben da heute jemanden an der Seite, der uns schon mal zeigt, wie man diese ganze Dämmung und Stoff und all so ein Kram da vernünftig anbringt. Ich denke, wir werden bestimmt eine Woche an diesem Camper-Ding jetzt rumschrauben, vielleicht auch länger. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt, wie das Ding am Ende aussieht. Also Leute, wie gesagt, Farbe ist immer Geschmackssache. Es sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Käsekuchen, aber ich sage euch am Ende, wenn das Ding fertig ist mit Aufklebern und so, dann wird das Ding geil sein. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben jetzt zu grob das Ding einmal zusammengebaut und fahren jetzt rüber. So, und einmal muss ich mich natürlich bei unserem Sponsor für dieses Video bedanken. Und das ist Varta Automotive, ne? Also schöne Starterbatterien. Da kriegt der Kleine hier ja von uns auch noch so eine kleine Solaranlage mit einer Batterie drin. Also ich bin jetzt gespannt, was Steffen zu der Farbe sagt. Ich bin ja immer ehrlich. Ne? Ich habe mir die Farbe ausgesucht, weil ich halt das einfach geil fand, so ein bisschen so Wüste. Die Farbe sah anders aus auf der Karte als auf dem Auto. So, das ist aber, es passiert halt manchmal. Ne? So, ich hätte ihn jetzt ein bisschen dunkler gerne gehabt, aber das ist jetzt so. In der Vergangenheit brauchen wir nicht rumwühlen, weil das hat jetzt die Farbe und fertig. Und wir versuchen jetzt natürlich das Beste daraus zu machen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was Steffen dazu sagt zu der Farbe. Ich hoffe, er findet das gut. Moin. Ne, das ist gut. Ja, vor allem, wenn er jetzt zusammengesetzt ist, auch mit dem Schwarzen dran, ist doch cool. Ja. Ist da die Fenster drin? Also hier, guck, die Farbe ist geil. Aber irgendwie die Tür, warum auch immer eine andere Farbe? Warum auch immer, ist genau nebeneinander gewesen. So, wir haben hier Stefan an der Seite. Der fängt heute an, mit uns hier ja die Dämmung zu machen. Richtig. Stoff. Und Dachluke müssen wir schon mal rein. Genau. Also genau, Filz. Ja. Ne? Was machst du eigentlich hier? Also ich habe hier einen Minijob und mache hier alles, was so anfällt. Ah, okay. Ja, wir machen erstmal einen Dachausschnitt. Also als erstes kommt die Dachluke rein, weil genau. Da müssen wir ja so eine Platte noch anfertigen, ne? Dass wir da eine vernünftige Decke haben. Welchen Stoff nehmen wir? Wollen wir da einmal hinlaufen? Ja, lass es doch mal hin. Dann
gucken wir mal. Also wir hatten, glaube ich, den hellen ausgesucht. Ja. Wir haben ja relativ wenig Platz in dem Auto. Wenn wir jetzt hier mit dunklen Farben arbeiten, dann wird der Platz natürlich immer kleiner optisch. Deswegen haben wir uns hier für die helle Farbe entschieden. Ja, und die wird jetzt sozusagen in dem ganzen Heck komplett an die Wand geklebt. Ja. Ne? So, dann fangen wir an. Ne? Ich würde sagen, wenn irgendwelche wichtigen Schritte sind, schalte ich euch dazu. Ich mache jetzt mal weiter. Der Timo ist leider nicht da. Aber wie ihr seht, wir haben eine Dachluke. Das Ganze ist ja schon mal vorbereitet. Wir müssen jetzt noch auf letzte Maße warten, bis wir das entgraten und primern können, damit das auch alles ordentlich passt. In der Zwischenzeit können wir allerdings schon mal abdämmen, damit es nicht so kalt wird im Kombo. Ne? Ich meine, man will es ja auch muckelig warm haben. Zusammen mit der Standheizung wird das, glaube ich, schon was ganz Feines. Und ich würde sagen, ich dämme das Ganze mal ab und ihr seht mich dann in der Timelapse wieder. So, da bin ich wieder. Ich denke mal, ihr wollt euch das Ganze auch ein bisschen etwas von der Nähe angucken und nicht nur in der Timelapse. Deswegen erkläre ich noch kurz ein bisschen was dazu. Was ihr hier sehen könnt, ist Armaflex. Wir haben hier die 19mm Variante. Das Ganze ist super einfach zu verarbeiten. Und zwar kann man das einfach schneiden und dann haben wir hier auf der Rückseite einmal doppelseitiges Klebeband. Und dann kann man das Ganze auch schon wunderbar hier dran drücken. Wie ein Traum. Und wenn man das auch ordentlich andrückt, hat man auch keine Feuchtigkeit hinter, de facto auch kein Schimmel und das Ganze kann relativ gering gammeln. Also wir tun das Beste für euch. So, Deckel ist fertig. Weiter geht's mit den Wänden. So Leute, Jan hat euch ja schon mitgenommen mit der ganzen Dämmung. So, und jetzt sind wir gerade dabei. Wir haben hier die Standheizung. Wir haben jetzt gerade überlegt, wo bauen wir das Ding hin und sind gerade am Diskutieren. Und zwar haben wir hier einen Monsterplatz vor dem Tank. Aber da ist halt die Pumpe trotzdem irgendwo dem Dreck und Wasser und so ausgesetzt. Und jetzt haben wir halt gesehen, hier unten haben wir so einen ziemlich geilen Hohlraum. Das heißt, wenn man hier einen Viersitzer oder Fünfsitzer hätte, wäre das hier sozusagen der Fußraumbereich. Da überlegen wir jetzt halt Klappen also rauszuschneiden, Klappen reinzusetzen später. Hier kann man das ganz gut sehen, einen riesen Hohlraum. Da dann die Standheizung reinzusetzen. So, ich habe hier jetzt erstmal so ein Loch vorgezeichnet, wo die Standheizung nachher reinkommt. Und man soll sich vorstellen, die sitzt nachher so hier drin. Das Ding schneiden wir jetzt einmal aus hier. Ne? Oh, da war schon der Tank drunter. Ja Leute, erster Tag ist rum. Auto ist gedämmt. Platz für die Standheizung ist gefunden. Hier kommt nachher die Bodenplatte rüber und dann machen wir hier ein Fach und dann kannst du hier immer noch mal ran, falls was ran muss. Hier wird wohl die Batterie dann hinkommen. Das ist schon geil, ne? Geht viel Arbeit rein. Also man denkt ja immer auch so ein bisschen dämmen und ja so ein kleines Loch da im Boden machen. Zieht sich alles. Also ein bisschen Zeit geht hier rein. Ne? Also die Leute, die hier teilweise geschrieben 40 bis oder 80 Stunden und so. Sowas braucht Zeit, meine Herren. Und Damen, wer auch immer das da unterschreibt. Wir machen das aber auch so, ich schaue mir diese Woche noch ein Auto an. Richtig geil. Schöner Kompressor drauf, ey. Plus, ich nehme euch auch mal in andere Autos mit rein, die hier umgebaut werden. Weil das absolute Hauptgeschäft ist hier Individualität. Also ich habe richtig Bock auf diesen Umbau. Und auch das habe ich schon 8 Millionen Mal gesagt, ne? Bis morgen, Alter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt schon bei Tag 2 der ganzen Sache beim Camperumbau. Es geht weiter. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei der Standheizung dabei. Was wir hier verbauen, ist auf jeden Fall eine Einheit von Autotherm. 2 Kilowatt hat das ganze Gerät. Ja, dafür haben wir gestern hier noch den Ausschnitt gemacht. Und da kommt das gute Teil jetzt rein. Ich verbaue das Ganze jetzt mal und ich würde sagen, wir sehen uns danach. So. Hier sind wir jetzt fertig. Da sieht man die Spritpumpe, die Leitung und rein und raus, Auspuff, Endschalldämpfer, Frischluft und Spritleitung. Alles fertig verlegt. Jetzt kommt nur noch der Strom und fertig. So, jetzt sind wir beim Dachfenster dabei und im Grunde genommen ist das ganz easy, wie beim ganz normalen Frontscheibenwechsel. Man bereitet die Fläche vor, entfettet sie, das haben wir auch schon alles gemacht. Jetzt wird geprimert, dann geklebt, danach kommt das Fenster schon oben drauf. Da kommt hier an die Kante noch ein Dichtband dran und dann sind wir auch schon fertig und hoffentlich hält's. So,
das mag vielleicht ein bisschen dick aussehen, aber ihr müsst auch bedenken, wir haben hier unten relativ viel Luft, was hier angeht. Und um das zu überbrücken, haben wir jetzt lieber ein bisschen mehr genommen. Das werde ich gleich noch einmal sauber abziehen. Also Tag 2 ist geschafft. Das Dachfenster ist teils eingesetzt. Es trocknet jetzt über Nacht, sodass wir morgen gleich weitermachen können. Und die Standheizung ist soweit auch schon eingebaut. Somit habt ihr schon muckelig warm in dem Teil. Bis morgen. Moin. Ich bin's wieder. Wir haben jetzt Tag 3 der ganzen Chose. Das Dachfenster passt und ist drin. Aber Leute, guckt euch das an. Wie geil ist das bitte? Also Leute, wenn ihr den Camper nicht haben wollt, wenn ihr das nicht tauschen wollt, dann frage ich mich auch noch, was wir noch machen sollen, damit ihr endlich mal euer geiles Auto hierfür eintauscht. Also das ist ja so ein geiles Projekt hier, muss ich auch mal sagen. Das Ding ist so hammermäßig und qualitativ wirklich hochwertig. Also wir verwenden hier wirklich nur mit das Beste und wir hoffen, ihr merkt das und tauscht euer Auto. Wir freuen uns. Schickt was rein, Leute. Wir brauchen alles, was ihr habt. Wie Timo schon meinte, ansonsten auch gerne mit Zuzahlung. Alles gar kein Problem, können wir machen. Aber schickt uns, was ihr tauschen wollt für dieses geile Projekt. Also Leute, das muss ich auch mal sagen. Das Ding wird ein geiler Bomber am Ende. Ich sag's euch. Ja Leute, ich bin auch wieder da. Ich war hier ein bisschen in Terminstress. Und jetzt ist was angekommen. Das wird, glaube ich, das ganze Auto nochmal ändern. Und da haben wir wirklich nicht gespart. Wir haben heftige Felgen, Alter. Da sich so viele über die Farbe gefreut haben, was mich natürlich freut, dass euch die Farbe so gefällt. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ja ein Raptor-Lack und den Raptor-Lack habe ich ja nicht umsonst gewählt, sondern wenn man damit mal ins Gebüsch fährt oder was auch immer hat, dann kannst du hier kratzen, Äste längs und all so ein Kram und das Ding wird nicht zerschrammt. So, schmeiß mal die Rims da rauf, Alter. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Also das ändert auf jeden Fall einiges, aber wir müssen die Felge auf jeden Fall schwarz machen darunter. Ja. Da kommen wir nicht drum rum. Heftige Kiste. So, wir gehen jetzt hier die nächsten Schritte an. Und zwar zum Filzen muss man hier im Innenraum sozusagen einmal die Dichtung anzeichnen, weil wenn man dann filzt, sag ich mal, oder die Tür filzt und das über die Dichtung setzt, dann hat man das Problem, dass das da reinpieschern kann. Ne? Die Türen sind komplett zerlegt, das heißt, alles ist ausgebaut, was hier irgendwie stören könnte, gleich beim Filz verlegen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir halt das hier einmal filzen, den Rahmen und dann die Platten mit der Verkleidung, weil dann kann man später hier auch noch mal ran, falls mal irgendwas sein sollte und ist auch schwerer nachher zusammenzubauen hier alles, wenn wir jetzt alles zukleben. Genau, jetzt machen wir erstmal einsprühen und genau das gleiche machen wir dann gleich hinten an der Tür nochmal. Ich glaube, so die Leute, die nicht so richtig einschätzen können oder konnten letzte Woche, was hier an Arbeit reinfließt, ne? Was hier wirklich an Arbeit reingeht, alleine die ganzen Sachen hier mit Stoff beziehen, den ganzen Innenraum, dann die Tischlerarbeiten nachher da drin. Das wird ja alles mit Holzrahmen hier verkleidet und bearbeitet. Ja, man denkt dann, das ist so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde Arbeit hier. Oder dann mal so ein bisschen was hier reinkleben, ach, das hat man ja in einer Stunde durch. Aber am Ende sitzt man da doch dann 4-5 Stunden dran, weil man es ja auch ordentlich machen möchte. Und das kostet alles schon seine Zeit, also... Das ist den meisten, glaube ich, gar nicht so bewusst, ne? Also ich schätze, wir gehen... 30 Stunden locker. 30? Da träumst du von. Ja, schon, ne? Ja, 80 locker. Also ihr müsst bei dem Stoff auf jeden Fall darauf achten, dass lieber so ein Teppich oder was auch immer, gibt halt diese Fließrichtung und das kann die Farbe halt extrem beeinflussen im Raum. Genau, und hier kommen wir auch hier ganz rum. Genau. Gut, dann können wir es hier oben einmal andrücken. Es ist relativ laut in der Halle, deswegen sabbel ich seine Sachen immer noch mal nach, weil ich weiß nicht, ob ihr das alles hört. Ja, im Prinzip jetzt hier einfach ankleben. Also wie gesagt, immer darauf warten, dass der Kleber vernünftig abgelüftet ist. Und dann sieht man, hält das schon direkt gleich Bombe, ne? So, und hier sieht man jetzt auch, hier sind so ein paar Falten. Aber wenn man das einmal an der Stelle so ein bisschen nach hinten lang zieht und dann glatt streicht, dann kriegst du die auch raus. Guck mal, das sieht doch schon gleich aus wie zu Hause. Nicht ganz zu Hause. Schon ein bisschen gemütlicher, also besser als dieses offene Metall. Ja Leute, so funktioniert das. Geht relativ fix eigentlich. Also ich hätte gedacht, dass das echt ein bisschen nerviger ist mit diesem Filz. Dann würde ich sagen, filzen wir jetzt hier einmal alles und dann zeigen wir das Ergebnis, wenn das verfilzt ist. Hier geht es jetzt an die Feinarbeit und dann müssen wir es jetzt ganz sauber abschneiden. Man sieht schon, meine ersten Versuche sind nicht die besten, aber das bessern wir alles noch nach. Und dann schön sauber ausschneiden hier. Beide Tür auch fast fertig. Das ist wirklich keine leichte Arbeit. Also ich habe es echt unterschätzt. Ich habe wirklich jetzt gedacht, boah, man schneidet da mal so ein bisschen lang. Aber dass das auch alles ordentlich wird, noch die richtig schöne saubere Kante zu schaffen. Ich meine, man sieht es da an manchen Stellen noch so ein bisschen. Arbeite ich natürlich noch nach.
Es ist nicht leicht. Der so. Ist auch wieder da. Guck mal, Jan hat hier alles richtig fertig gemacht hier. Das. Ja. Machst du das oder wer macht das? Das habe ich alleine gemacht. Echt? Ja. Ehrlich jetzt? Echt? Ich habe was mitgebracht. Eine kleine Scheibe für die Seite. Guck mal hier. Noch ein Batteriewächter. Boah. Das ist ja schön, dass wir keinen Innenrahmen haben. Wieso ist da kein Rahmen bei? Direkt wieder anders aus, ne? Ah, das fällt. Ja, wir bauen das Ding jetzt ein und dann sehen wir uns mal, wie er von der Seite aussieht, ne? Tschüssi. So Leute, wir haben ja jetzt hier die Scheibe an der Seite, die rein muss. Die haben wir jetzt einmal angezeichnet von innen, Loch gebohrt und jetzt wird die hier einmal schön ausgesägt. So, das Loch ist drin im Auto und jetzt habe ich das alles hier einmal geprimert, ne, auch von innen, weil da gleich von innen, ich kann das mal zeigen, wird so ein Holzrahmen jetzt gebaut, da gehe ich gleich mit euch hin. Von außen kommt ich habe Polyethen, was auch immer, wie der ganze Kram immer heißer, wie so ein trockener Kleber, sag ich mal, den man aber auch wieder abmachen kann, falls man das Fenster wieder rausholen kann. Wir gehen jetzt mal rüber zu der Fräse, gucken, dass er da, wie er da den Rahmen baut. Da wird jetzt der Rahmen zurecht gefriemelt. Hier schön so eine Fräse, hier wird die Platte reingelegt, dann kommt gleich hier das Ärmchen und schnippelt hier uns einmal so einen schönen Rahmen fürs Fenster aus. Maßgeschneidert, ne? Zack, hier rein. Nein, wir fräsen noch ein bisschen die Kante schön. Ja. So Jan, sag mal her, was hast du gemacht, Alter? Wie sieht das denn aus? Schön, ne? Richtig gut, ey. Gut gemacht, Jan. Sauber. Sehr schön. Also wir haben jetzt wieder Tagende. Nächster Tag beginnt gleich für euch. Ja Leute, was soll ich sagen? Nächster Tag, weiter geht's. Nur erstmal nicht mit dem Wohnmobil, sondern mein Achter, der hat vielleicht einen Tauschpartner gefunden. Ja, vielleicht kommt es auch zum Tausch. Ne? Ich habe irgendwie derbe Bock auf den Wagen. Ihr werdet gleich sehen, worum es geht. Einmal zwischendurch muss ich noch was raushauen. Und zwar sind wir so voll in der Werkstatt und haben echt viel zu tun, auch mit YouTube und allem drum und dran, dass ich jetzt nochmal einen Aufruf starte für, ja, ich sag mal, eine der schönsten Arbeitsplätze Norddeutschlands, würde ich es mal nennen. Und wir suchen ein Kfz-Meister. Kfz-Meister oder jemanden mit Erfahrung, am besten 6 Jahre ausgelernt und am besten auch 5 bis 6 Jahre in einer Führungsposition verbracht. Ja, das suchen wir ganz dringend. Wenn ihr Interesse habt oder jemanden kennt, der seinen Job vielleicht nicht so gerne gerade mag, dann sagt doch Bescheid. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Schickt die einfach an die info@autosiastik.de. Dann werden wir uns natürlich so schnell wie möglich bei euch melden. So Leute, das Auto ist da. Guckt euch ihn an. Das Ding wurde von Kliman getuned. Das Ding hat knappe 500 PS und liegt jetzt irgendwie im Internet bei 19,8, glaube ich, oder was? Innenausstattung ist wahrscheinlich Geschmackssache. Das ist irgendwie man sieht, das ist so grau-grünlich, sag ich mal. Man sieht, der Pflegezustand ist richtig schön. Service ist zwar 22 der letzte gemacht worden, aber da würde ich auch drüber hinwegsehen. Felgen sind auch schöne AMG-Felgen, die drauf sind. 102.000 Kilometer. Richtig geil. Schöner Kompressor drauf, ey. Geiles Ding. Also Leute, was sagt ihr dazu? Vielleicht kommen wir da ins Geschäft. Gerade mit dem Kleemann-Tuning, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber echt ein schöner Wagen. So, wir sind jetzt so verblieben, dass ich hier bei dem Achter einmal TÜV mache. Und wenn der TÜV alles sagt, das ist alles super, dann ist Papa der neue Besitzer von diesem SE. Absoluter Traumwagen für mich. So Leute, ich muss wieder in die Halle, ich muss das Wohnmobil fertig bauen. So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir haben jetzt hier gestern schon mal den Rahmen gefertigt. Die Scheibe wird jetzt ja eingeklebt sozusagen. Das ist aber eine abtupfbare Dichtmasse. Das heißt, da kommt richtig satt rauf. Und wenn das trocknet, kann man das von außen abziehen. Und man ist sich hundertprozentig sicher, dass das am Ende dann auch dicht ist. Ne? Aber hier seht ihr das, ist die Dichtmasse jetzt schön saugen, schmatzen zwischen. Da kann eigentlich nichts mehr reinkommen hier. Ne? So, und jetzt wird das halt, wie gesagt, von innen mit diesem Holzrahmen, den wir gestern gebaut haben. Achso, eine Sache habe ich noch. Habt ihr den schon gesehen?
Gott, ey. Fett. So. Holzrahmen. Na, und dann hat man hier einen vernünftigen Abschluss. So, Leute. Guck mal. Das sieht doch super aus, oder was? Der Hammer, Alter. Richtig geil. Um euch noch mal so einen kleinen Eindruck zu verschaffen, wie das hier aussehen wird, werde ich jetzt als nächstes die Fußbodenplatte fertig machen, verkleben und den Fußbodenbelag schon drauf machen. Dann können wir nämlich morgen den reinlegen und dann sieht man schon mal so dieses Gemütliche, ne? Und das habe ich jetzt hier auf jeden Fall so zugeschnitten, extra für den Radkasten, ne? Alles einmal angelegt und dann hier, ne? Wie so ein professioneller Teppichverleger, würde ich mal sagen. Wir haben ja auch noch Staufächer hier nachher drin und sowas. Und dann ist es natürlich schöner, sowas hier zu sehen da unten, anstatt sowas. Und ich sage ganz ehrlich, das bockt. Wohnmobile bauen, schockt. Aber damit bin ich, ehrlich gesagt, sehr zufrieden. Vergleichen mal. Guten Morgen. Ja, also wir sind schon wieder am nächsten Tag. Heute ist Freitag und jetzt werdet ihr eins sehen, was das ganze Auto deutlich verändern wird schon. Jetzt guckt euch das mal an. Ich habe den Boden schon mal so angefangen zu verlegen. Guckt euch das mal an hier. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Nächste Woche kommt dann die Bodenplatte rein, wenn die Wände fertig gefüllt sind. Ich habe gerade gesehen, mein Sohn ist hergekommen. Na, mein Sohn. Das meiste Werk ist vollbracht, würde ich sagen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich habe jetzt hier diese ganzen Klebebänder dafür hingeklebt, dass es sich nicht wieder auseinanderziehen kann. Das ist alles ein vernünftigen Abschnitt oder hier, dass das halt alles vernünftig zusammen ist hier, ne? Der ganze Vinylboden. Ich habe so einen Vinylboden noch nie verlegt. Ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt echt nicht so schwer, würde ich sagen. Und Endergebnis ist eigentlich auch ganz geil. So, die anderen, die machen das natürlich tagtäglich. Da sieht das natürlich ein bisschen anders aus als bei mir. Aber wenn ihr Interesse habt, hier ist so ein halbfertiger. Den wollte ich euch noch mal zeigen. Mal hier, sieht alles richtig geil aus. Ich habe ja gesagt, alles individuell. Jeder kann selbst entscheiden, wie er den ausgebaut haben möchte. Ihr müsst euch hier einfach melden bei der Van-Schmiede. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche um 17 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.